Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Wolfgang. So, wir fangen heute an mit dem Update nach dem zweiten Intervall von 4 Wochen mit den Zahlen. Also erinnert euch, am 1. August habe ich eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich lese das mal vor, falls man das schlecht erkennt. Mit einem Gewicht von 101,6 Kilo angefangen, bei einem Brustumfang von 113 und einem Bauchumfang von 115 cm. Und ein BMI, der sich errechnet hat, von 31,7. Zum Vergleich vor 4 Wochen, die Zahlen lese ich jetzt natürlich nicht vor, der Stand von heute, 26.09., ich hoffe, ihr wart alle wählen, ich war gerade, ich habe nur noch 94,5 Kilogramm, einen Brustumfang von 106,5 cm, trotz Training, naja, und einen Bauchumfang von 107,5 cm. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Ich glaube nicht. So, einen berechneten BMI von 29,5. Das ist schon mal besser als vorher. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Das ist natürlich nicht nur die Geschichte, der macht jetzt Sport, ja, und rennt da dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Nochmal, das tue ich natürlich nicht, ja, weil es kommt ja auch mal was dazwischen. Müsste jetzt wieder lügen. Naja. Ich glaube, in den letzten 4 Wochen war ich auch nur 9-mal trainieren, vielleicht 10-mal. Durch die Wochenaufgabe von letzter Woche, die mir Medi gestellt hat, also meiner Ernährungscoach, jeden Tag eine halbe Stunde in meinem Fettverbrennungspuls irgendwas zu machen, wie spazieren gehen oder mich aufs Trimmdichrad zu setzen, da ergeben sich natürlich ein paar Probleme. Ja? Ich meine, jeden Tag eine halbe Stunde zu investieren mit dem Trimmdichrad, das ist stinklangweilig, sind wir ehrlich. So, was kann man tun? Wir haben das dann gestern nochmal besprochen. Ich habe das auch nur 5-mal gemacht in den 7 Tagen, weil, naja, wie gesagt, die Motivation fehlt da ein bisschen. Warum mache ich das? Als allererstes, zu der Ernährung kommt zusätzlich dazu, wenn man diese 30 Minuten im Fettverbrennungspuls arbeitet, erhöht das den Effekt um weitere 100%. Das heißt, das Abnehmen geht dadurch schneller und es ist ja auch gesund. Ja, wir fördern damit unser Herz-Kreislauf-System und regen die Fettverbrennung noch ein bisschen stärker an, als wir das durch die Ernährung sowieso schon tun. So, die Aufgabe letzte Woche, wie gesagt, hat mich da vor ein Problem gestellt. Ich habe es nur 5-mal geschafft von 7 Tagen. Mein Gott, man möge mir verzeihen, das ist ja der Zusatz. Für die unter euch, die eben auch gar nicht ins Fitnessstudio gehen und das Ganze über diese Ernährungsschiene machen wollen, lasst euch gesagt sein, macht wenigstens diese 30 Minuten am Tag, sofern ihr das einrichten könnt, spazieren geht auch. Wie kann ich das jetzt angenehmer gestalten auf diesem Trimm-Dich-Rad? Naja, man könnte sich da einen Fernseher hinstellen oder das Ding direkt ins Wohnzimmer packen. Man kann auch ein Tablet dazu nehmen oder ein Laptop, eine halbe Stunde ist eigentlich gar nichts. Sucht euch eine Lieblingsserie raus oder irgendeine Serie, die ihr positiv damit verknüpfen könnt. Das ist ja eine psychologische Frage. Und schaut euch immer einen Teil von der Serie an. Am besten was, was 30 Minuten oder meinetwegen auch 40 Minuten geht. Dann seid ihr halt 10 Minuten länger drauf. Umso besser. Alles zwischen 30 und 90 Minuten ist der ganzen Sache natürlich sehr zuträglich. So, dann hatten wir noch ein Problem, das habe ich mit Medi auch besprochen. Da geht es um diese Ernährung. Ich habe euch im letzten Video erzählt, dass ich zu wenige Kalorien zu mir nehme. Also ich kam da irgendwo auf einen Schnitt von ja, knapp 1100 Kalorien am Tag. Habe Medi das erzählt und habe gesagt, naja, mehr reinstopfen ist nicht drin. Ja, also da über 1800 Kalorien oder in den Bereich zu kommen, das ist schon schwierig. Das kommt einem ja wieder hoch. Da sagt Medi, wir sind in dieser sozialen Komponente der Problemstellung, was ich euch da an die Tafel gemalt hatte, dieser mittlere Bereich, das ist äußerst schwierig. Warum versuche ich denn, meinen Teller leer zu essen? Naja, ganz einfach, weil ich das von klein auf so gewohnt bin. Ne? Wir Männer haben das ja auch gesagt bekommen, die Frauen natürlich auch, iss gefälligst auf, das hat Geld gekostet, dann sollst du es auch essen. Ich würde empfehlen, fangt mit kleineren Portionen an, wenn ihr auch wenig Hunger habt, so wie das bei mir jetzt der Fall ist. Oder wenn die Portion doch ein bisschen größer war, mein Gott, dann hört auf zu essen. Esst nicht über den Hunger hinaus und gebt den Rest zurück, werft's weg.
Naja, ihr tut eurer Frau oder eurem Mann einen größeren Gefallen, wenn ihr wieder eine geile Figur habt. So sehe ich das zumindest. Also arbeiten wir auf diese Weise. Die Aufgabe für die kommende Woche, naja, es gab keine, außer dranbleiben, genauso weitermachen, guck, dass sie 30 Minuten jeden Tag hinkriegst und ernähr dich so weiter. Und nächste Woche geht es dann weiter und wir sehen dann, was auf uns zukommt. Bis dahin, viel Spaß, euer Wolfgang.